Weiter, weiter, Rudi! Die SG Waidhofen hat seit der Spielzeit 2020/21 einen neuen Trainer und eilt mit ihm von Erfolg zu Erfolg. Aber wer ist eigentlich dieser Amarildo Zähler? Ja, von meiner Karriere muss ich sagen, habe ich wirklich viel erlebt und muss man auch sagen, grundsätzlich bin ich wirklich zufrieden. Ich habe Österreich, ich war auch Nationalspieler, was auch am Ende von jedem Spieler auch ganz wichtig ist. Ich habe 17 Einsätze mit einer A-Nationalmannschaft für Albanien, mit U21 habe ich auch, ich glaube, 13 oder 14 Partien gespielt. Und Meister war ich auch in Albanien mit beiden Vereinen, mit Partizan und mit Tirana. Cup habe ich auch geholt mit den beiden Mannschaften. Und in Ausland, in Kroatien, war ich einmal Torschützenkönig in der Bundesliga. Und später habe ich dann in Israel. Und vorher habe ich auch vergessen, dass man in Deutschland habe ich auch gespielt ein Jahr, aber das war meine erste Station als Profifußballer. Das war für mich auch sehr schwierig. War weit weg von meiner Familie, ich war schon mit 19 Jahren und habe ein bisschen auch Schwierigkeiten gehabt, war auf Dauer verletzt. Aber da hat mir geholfen, die Deutschland war erste Station für mich und hat mir geholfen für die Weiterentwicklung. Von Mentalität her habe ich auch viel mitbekommen. Deutschland war so ein Land, ein begeisterter Fußballland. Und da habe ich wirklich, hat mich, diese Land hat mir auch wirklich viel auch beigebracht, dass ich auch weiterentwickeln bin als Fußballer. Von Mentalität her, von grundsätzlich auch, von der physisch her, dass man wirklich in Deutschland sehr stabile Fußballer waren und vom Trainer her waren auch wirklich bis jetzt, wo ich bis jetzt war, die beste Trainer, was ich bis jetzt gehabt habe. Jetzt sind Sie Trainer von SG Waidhofen an der Ips in der ersten Klasse West in Niederösterreich. Was ist für Sie hier die Herausforderung, so einen Verein zu trainieren? Schon wenn bei mir die Waidhofen angeklopft hat, das hat für mich hat mich überrascht, die nächste Seite, und habe ich wirklich lange überlegt, was soll ich tun. Ich war in der Regionalliga zuletzt bei FC Wöss. Da habe ich nur für 3 Monate mal ausgemacht, bis Winter. Und leider war dann Corona. Die haben dann Probleme auch gehabt im Verein, die ganze. Und grundsätzlich hat er nicht genau gepasst, wie ich mir vorgestellt habe. Und haben wir dann getrennt. Und wenn in Waidhofen habe ich inzwischen noch ein paar Angebote auch gehabt von Landesligisten, von Oberösterreichligisten in Oberösterreich. Und inzwischen ist noch Waidhofen gekommen. Und wie gesagt, das war wirklich ein Bauchgefühl, dass ich so entschieden habe, von Regionalliga geht in die nächste Klasse. Ich habe wirklich auch lange überlegt, das ist Tradition dort, die Verein hat lange auch in der Regionalliga gespielt, ist ein guter Name, und ich wollte auch einmal in Niederösterreich was auch probieren. In Oberösterreich war ich bis jetzt über 10 Jahre als Trainer. Ich habe ein paar Vereine dort trainiert, war ich 2-mal auch Meister, und für mich war auch eine neue Herausforderung, und darum bin ich auch nach Waidhofen gekommen. Und wenn ich mit den Verantwortlichen, mit Herrn Matthias Bielek und mit unserem Hauptmann, mit Wolfgang, haben wir ein sehr gutes Gespräch geführt. Und die haben mich wirklich überzeugt, schon beim ersten Mal, mit welchen Ambitionen die reingehen und was da wird die nächsten 2-3 Jahre. Und diese Riesenaufgabe hat mich wirklich gefreut, und ich war vom ersten Tag wirklich mit 200% da im Verein, mit Seele, mit Herz, mit Leidenschaft. Und bei mir ist so, wenn ich was tue, ich bin wirklich 200% da. Und das taugt mir wirklich. Am Anfang war ein bisschen schwierig, beim Corona-Zeit, haben wir wirklich jetzt seit Mitte Mai bin ich da. Aber muss man auch sagen, haben wir auch viel gemacht, wo die viele Vereine in dieser Klasse, in dieser Zeit haben fast nichts gemacht. Und das war für uns auch ein Vorteil. Darum haben wir auch jetzt, dass wir auch 5 Siege haben. Aber das steckt viel Arbeit dahinter. Haben wir wirklich grundsätzlich viel gemacht mit der ganzen Mannschaft. Und die Jungen, muss ich sagen, bin ich wirklich stolz auf alle. Die ziehen alle mit. Wir haben fantastische Kader mit 17, 18. Sehr gute Jungs, dass jeder kann von Anfang an spielen. Aber leider im Fußball ist so, 11 spielen von Anfang an und die 4 sitzen auf der Bank. Aber die kommen immer auf Zug, die Meisterschaft dauert noch länger,
Wir haben, wie gesagt, noch 5. Runde bis jetzt gespielt. Es sind noch viele Spiele zu spielen und ich hoffe, dass die alle Spiele gesund bleiben. Bis jetzt ist das Fall und ich hoffe auch, dass es so weiter bleibt. Und ich will einen Teil von dieser, sagen wir mal, Geschichte durchschreiben, dass man, warum nicht, die nächsten 3 Jahre Ziel wäre zweite Landesliga. Und ich hoffe, dass ich auch von diesem Erfolg teil mitzudürfen. Und ja, bis jetzt schaut wirklich jetzt ganz gut aus. Das darf man nicht vergessen, mit der Corona war es über 9 Monate ohne Meisterschaftsspiel. Das muss einmal in den Rhythmus noch kommen. Aber wie gesagt, wir kommen jetzt Spiel zu Spiel, werden wir immer besser. Und obwohl gegen uns wird jede Mannschaft mit 10 Leuten hinten verteidigen. Da war nicht auch einfach. Aber wir haben noch die Variante A, Variante B und Variante C. Die Spieler wissen ganz genau, wie wir da auch spielen. Und dann, da muss ich sagen, die alle versuchen umzusetzen. Und bis jetzt bin ich wirklich sehr zufrieden. Wer SG Werthofen in der letzten Zeit beobachtet hat, hat schon gemerkt, dass Ihre Handschrift zu sehen ist. Sie spielen gern von hinten heraus. Genau. Ist das vielleicht so ein kleiner Albanien, Italien-Einfluss? Jeder Trainer hat seine Philosophie. Und für mich als Spieler, wo ich war Stürmer, Mittelstürmer. Und für mich, ich habe auch mit manchen Vereinen auch nur hinten gestanden. Wir waren um Abstieg für manche Vereine auch gespielt. Und da habe ich gesehen, als Stürmer, das kostet viel Energie, wenn du nur hinten Ball rum und da laufst. Und ich habe gegen super Mannschaften gehabt, damals gegen Hajduk Split, gegen Dinamo Zagreb zum Beispiel, oder in Israel gegen Maccabi Tel Aviv, oder in Deutschland zum Beispiel gegen HSV, gegen Gladbach. Das sind Mannschaften, dass die haben im Spiel über 70-80% Ballbesitz. Und da habe ich genug gesehen und da war auch vom ersten Tag, wo ich als Trainer, überall wo ich war bis jetzt, ich lege mir wirklich viel da auch im Training, dass man wirklich spielt von hinten. Dass meine Mannschaft, überall wo ich bis jetzt war, hat immer zwischen 60-70% Ballbesitz. Obwohl da in Werthofen haben wir teilweise auch über 80% Ballbesitz. Und das ist für mich auch wichtig, dass die gegnerischen Spieler, wenn die auch 70 Minuten, 75 Minuten, 80, 85, irgendwann, die können nicht mithalten, das Gehirn hält das nicht mehr mit und die bleiben sowieso die Räume da frei und da brechen wir da die Gegner. So machen wir dann die entscheidenden Tore zum Beispiel um 80. oder um 60. Wurscht. Wir haben das Qualität auch in der Mannschaft, aber wichtig ist für mich auch, das geduldig von hinten auch herauszuspielen, wie sie es wird immer besser, ist auch noch nicht so perfektioniert, wie ich auch vorstelle, aber wir sind in gutem Weg und ich glaube, in Maximum in 3/4 Jahr, dass wir alles im Griff haben und dass die auch Gegner richten über uns, ne? Dass wir auch nicht über die Gegner, sondern die Gegner richten auch, wie wir spielen. Haben Sie SG Werthofen vorher gekannt und welche Bedingungen haben Sie vorgefunden? Ich habe Werthofen schon früher erkannt, dass mein Freund David Zawaschic da als Trainer war. Ich glaube, das war vor 6 oder 7 Jahren. Davor war ich auch ein paar Mal da im Stadion. Auch durch ihn, ich wollte auch schauen, wie mein Freund überhaupt entwickelt da als Trainer. Und hat mich schon wirklich sehr beeindruckt, schon von damals, vor 6, 7 Jahren. Und seitdem sind wir auch in Kontakt geblieben mit Matthias Bjerlek. Und ab und zu auch haben wir auch so unterhalten und telefonieren und in andere Fußballplätze. Und seitdem sind wir auch in Kontakt geblieben. Und er hat mir einmal noch vor 3, 4 Jahren auch gefragt, ob ich mal vorstellen kann, nach Werthofen als Trainer zu sein. Sag ich, niemals, sag mal nie, aber damals war ich schon in der Regionalliga als Trainer. Und das war nicht möglich. Und wie sind die Bedingungen hier in Werthofen auch mit der Besetzung vom Vorstand? Da muss ich sagen, erst muss ich eine große Lob aussprechen an Herrn Wolfgang Korkmaz. Das ist für mich eine Riesenpersönlichkeit. So was er im Verein, was er tut, das ist einfach fantastisch, wie er da mitzieht, auch mit den Leuten, mit den Sponsoren, was für mich auch sehr schwierige Aufgabe, auch jetzt in Corona-Zeit. Und mit solchen Menschen so, wie und welche Visionen er hat auch vom Verein, das hat mich wirklich vom ersten Tag beeindruckt. Und dazu auch mit ihm, Matthias Bjerlek, mit dem Kader zusammenstehen, welche Kader er zusammengestellt schon im Sommer. Das ist auch beeindruckend, muss ich auch sagen. Das auch mit den Talenten auch von Umgebung von Werthofen, das wird auch unser Ziel sein. Darum bin ich auch gekommen nach Werthofen, dass wir
die nächsten 2-3 Jahre, dass wir dieselben Spieler dort produzieren, noch von einiger Reihe, das heißt von Umgebung dort 10-20 Kilometer, aber nicht vollen Spieler von, keine Ahnung, von Linz oder von Umgebung über 50 Kilometer. Das haben wir auch dann Probleme mit Training, kann man nicht regelmäßig. Und dann, dass irgendwann, dass wir auch Spieler von uns, das heißt von AFE oder von der Umgebung, dass wir produzieren. Das sind 2-3 Jahre, haben wir unsere da von Nachwuchs so. Und das war auch mein Ziel. Darum bin ich auch in diesen Verein gekommen. Und Matthias hat wirklich einen fantastischen Job durchgeleistet, was betrifft die Kader. Und er schaut auch rum mit um die ganze. Und im Winter haben wir auch vielleicht ein oder zwei Alternativen, dass wir auch von Umgebung ein oder zwei interessante junge Spieler da herbringen, dass wir weiterentwickeln, dass wir auch weiter irgendwo auch verkaufen. Wenn Sie sich einen Co-Trainer aussuchen könnten, von allen Trainern der Welt, wen hätten Sie am liebsten? Als Co-Trainer? Als Co-Trainer. Wenn Sie sich aussuchen könnten, jeden Trainer der Welt. Schwierige Frage. Aber was habe ich bis jetzt wirklich gesehen? Herr Zehler, wenn Sie sich einen Co-Trainer von allen Trainern der Welt aussuchen könnten, wen würden Sie als Co-Trainer nehmen? Puh. Ja, ich hätte gerne Pep Guardiola. Pep ist einer von den besten Trainern jetzt momentan in der Welt. Und ja, von mir kann auch dazu auch lernen, da bei Ballbesitz oder wie wir in den Torabschluss kommen. Und ja, mit ihm werden wir sicher Freude haben, als Co-Trainer zu haben.